Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu einer Mod-Vorstellung. Ja, es geht hier um diesen wunderschönen IHC 1455. Den fand ich ja damals schon für LS13 klasse. Und ja, jetzt hier nochmal in der neuen Auflage mit animierten Auspuffklappe, Blinker links, rechts. Gut, Standard halt, ne? Rundumleuchte habe ich dabei, dann animierte Drehzahlanzeige, die zeige ich euch gleich nochmal. Dann habe ich eine Temperaturanzeige sogar, die animiert ist. Eine Tankanzeige, eine Pendelachse. Dann, was war denn noch? Und. Blinkeranzeige, auch wenn ich die Anhänger dran habe, von innen auch dann halt, ne? Also, das hier sind, es gibt zwei Varianten in dem Pack. Das eine ist hier mit Fronthydraulik, der andere ist dann ohne Fronthydraulik, ne? Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, es sind hier zweimal, ich sehe gerade, die kann man sogar so mitnehmen. Dann machen wir das doch gleich mal. Zwei Varianten von den Zwillingsreifen, das zeige ich euch jetzt mal. So. Dann hier von innen nochmal ein Drehzahlmesser, dann die Tankanzeige, wie gesagt, die funktioniert auch. Dann mit der Numpad Enter-Taste kann ich hier IHC dann halt dazu schalten. Ne? Die Dachluke hatte ich jetzt schon mal aufgemacht und Seitenfenster geht so wie das Heckfenster. Gut, dann schauen wir uns doch mal das Ganze von außen an. Also hier nochmal die Blinker. Mal Licht dazu geschaltet. So, dann habe ich hier noch ein Arbeitslicht. Okay, das gleiche dann auch für hinten, ne? So, jetzt wieder aus. Blinker raus und dann schauen wir uns mal die Fronthydraulik an. Eins ist, der ist so ein bisschen, ja, also vom Lenkradius, ne, ist der, das war halt dann wahrscheinlich früher bei dem so. Muss man da ganz schön, also hätte einen großen Wendekreis, jetzt habe ich's. So, und die Fronthydraulik ist halt auch schön animiert. Ja, so kann ich die halt jetzt mitnehmen. Hätte ich auch nach hinten machen können, aber was soll's. Dann habe ich hier noch die, wie heißen die Zapfwelle, ne? Unten ist auch beweglich, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade seht, ob wir das so einfangen können. Oh, vielleicht gleich besser nochmal unten, wenn wir gleich hier runtergefahren sind. Ja, obwohl ich das jetzt vorne dran habe, ist der erstaunlich stabil. Dieser Grafikfehler hier, das kommt jetzt, glaube ich, durch die Felgen. Da schauen wir uns aber dann nochmal an, wenn die ab sind. Und ich packe die mal hier zur Seite. Und siehe da, der Grafikfehler ist weg. So, hier also die beiden Varianten. Auch hier schon mit so einem Lederriemen halt, ne? Hier kann ich halt dann für vorne und hinten. Und die Variante, die wir gerade mitgenommen haben, ist dann halt nur für vorne die Zwillingsräder. Blend mal kurz, die hat einen. So, Zwillingsreifen anbauen mit M. Und dann habe ich die hier halt gleich komplett drauf. Aber auch hier dann wieder so ein kleiner Grafikfehler. Das. Ich will aber nicht ausschließen, dass das jetzt bei mir irgendwo dran liegt, aber komisch. Packe ich wieder zurück. Auch wieder mit M. Gut. Also meine Striche bleiben hier drin. Ich hoffe mal, dass das an mir liegt. Wenn ihr das auch schon gehabt habt, gerne mal einen Kommentar schreiben. Immer eine nützliche Sache dann für die anderen noch. Ne? Ich schaue uns erstmal den zweiten an.
Sehr merkwürdig. Übrigens habe ich hier unten auch noch ein bewegliches Zugmaul. Ja, den wollte ich hier mal in Aktion nochmal testen. Auch alles sehr schön hier mit, wie es angekoppelt ist und so weiter. Also für mich sieht alles stimmig aus. Gut, der hier ist, Strich hier ist ein bisschen grisselig, aber okay, Schwamm drüber. Die Felgen finde ich klasse. Und ich kann, ich die von außen öffnen? Nee, das geht bei dem nicht. Okay. So. Fahr nochmal eine Runde und ich schaue mir gleich nochmal die Zapfwellen von draußen an. Versucht die mal von euch ein bisschen einzufangen. Und jetzt sieht man halt schon da, wie die sich drehen. Ne? Und der ist jetzt halt ohne Fronthydraulik. Hat aber ansonsten natürlich die gleiche Funktion. Hier nochmal das Cockpit. Das sogar mit funktionierender Temperaturanzeige. Testen wir jetzt mal den Blinker. Und man sieht jetzt beide Anzeigen, weil wir einen Anhänger hinten dran haben. Wenn ich den jetzt abkoppel, habe ich dann halt nur noch die mittlere zum Blinken. Ne? So. Ganze Warnblinklicht. Ist das gleiche dann? Okay. Also ein schönes Gespann, vor allem hat ja 145 PS. Können wir nochmal kurz in den Shop reinschauen. So, Moment. Hier ist er. Kostet einmal 37,5 und einmal 34,5 ohne Fronthydraulik mit jeweils 86 Euro am Tag oder halt 89. Schauen, wie er sich hier auf dem Feld macht. Ja, und die Scheiben ist also so ein bisschen, ich glaube, das ist dann dieses Kunststoff, was so ein bisschen verblichen ist einfach irgendwie. Ne? Auch hier dreht er dann schön hoch. Auch ein schönes Gespann hier mit diesem Mängel, ne? Und das Fahrgefühl ist richtig klasse. Also. Okay. Während ich meine Verstopfung löse, also vielmehr die vom Wagen, kann ich euch nur empfehlen, ladet es euch mal runter, probiert es mal aus, das Ganze. Und wie gesagt, wenn ihr diese komischen Striche, wenn ihr die auch habt, einfach mal kurz einen Kommentar schreiben. Aber ich kann nicht dafür garantieren. Ich denke mal, da hat sich irgendwas gebissen. Was auch immer. YouTube! Mach's gut. Übrigens oben, links, nee, rechts, das I. Ne? Da könnt ihr mal draufdrücken, da gibt's dann noch ein paar Vorschläge von mir, wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Mach's gut.